Und weiter geht's mit Let's Play Darksiders. Gut, wir haben jetzt einen neuen besten Freund. Und ja, den müssen wir jetzt eigentlich fangen. Vulgrim müssen wir fangen. Finden. Oder? Da. Der Rat Vulgrim, hat dir befohlen, Vulgrim zu suchen. Also fang damit an! Was sind Fässer? Moment mal, seit wann sind in Fässer Seelen? Egal. Muss man gar nicht verstehen. Oh. Okay. Wie lang waren wir weg? Hier kommt das Begrüßungskomitee. Krieg? Warum stellst du dich nicht selbst vor? Klingt gut, ja. Das ist total verkommt hier. Da hat man so 250 von diesen Bärensälen. Gucken wir mal in der Engelstatue, okay. Ah ja. Das war noch voller Fett. Okay. Hier. Das war jetzt so interessant, ja. Okay, mit Steuerung kann ich mich fallen lassen. Kriegshandschuh leuchtet in der Nähe von interaktiven Objekten. Kisten, Hobby blau. Okay. Spielt auf das Ding an. Okay. Soweit, so gut. Kann man noch mehr? Oh, auf die Türe. Ui. Okay, aber mit Lift. Linke Alt-Taste. Rauf oder runter? Okay. Ah, dann noch bis wir nach oben, okay. Sehr schön. Jawohl, mehr Zombies. Ja, bei dem liegt es jetzt gerade. Ausweichen. Lachen da. Ui, jetzt reißt's, okay. Das ist echt knuffig, ey. Mal noch von den Großen, die bringen mehr Punkte. Und schon 3.000.
350 Seelen. Das geht ja voran. Ja. Objekt. Ups, Entschuldigung. Objekte verschieben. Bestimmte freistehende Objekte können schon. R. R kann ich quasi packen, okay. Eine interessante Mischung aus Schlug auf und aufstoßen. Das ist gelinde gesagt nervig. Das ist mal die Ebene, wo ich es schieben kann. Ja, da muss man raufklettern. Ja, okay. Ich werde ihn dann noch mal machen. Sollte reichen. Jawohl, leben. Okay. Nein. So, wo ist ein runtergefallen, Nano? Ziemlich endzeitmäßig aus bis jetzt. Ich bin gespannt, wie es da außerhalb von dem Gebäude dann ausschaut. Erst wieder runter. So, jetzt erklär mal bitte Anna, warum scheiße diese Tore. Haben wir aktiviert den? Wir müssen langweilig, dass er uns die Zuschauer kriegt zum Kämpfen. Na gut. So, 410 haben wir schon nochmal. Hose! Oh, so. Ich glaube, da waren Bomben, ey. Aber meine Fähigkeit wird dann so unnütz sein, habe ich das Gefühl. Oder denn? Ja. Achso, gibt es mehr schon? Da muss ich denn schon. Ah, da können wir heilen, okay. Und exekutieren auch noch. Komm's rauschen! Okay. Ja. Und weg damit. Ja, sehr schön. Ist okay.
rauf, immer rauf, immer rauf. Hallo? Tag. Ich muss ihn über Zombies sprengen. Dann wohl nicht. Kiste mit Life. Aber genug eigentlich. Kreuzung, okay. Wie lange war ich fort? In Erdenjahren? Ungefähr ein Jahrhundert. Lange genug, dass die letzten Mundatmer aussterben konnten. Dann ist das dritte Königreich verloren. Ich hab dich fast nicht kommen gehört. Wulgrim. Der Rat hat mich also endlich ernst genommen. Wenn das so ist, wirst du sicher nicht mit leeren Händen kommen. Sonst wird dies die kürzeste aller Vorstellungen. Nom nom nom? Da waren ein paar junge Leute. Spektakulär. Du willst wissen, welche Macht hinter dem Zerstörer steckt? Du wirst die Antworten und die Quelle seiner Macht dort finden. Hast du es so eilig zu sterben? Du bist nicht einmal ein Schatten deines früheren Selbst. Du würdest nicht einen Moment überleben. Abgesehen davon ist der Weg zu dem Turm durch Dämonenmagie verhüllt. Nicht einmal ich kenne den Weg. Wer kennt ihn? Stille meinen Hunger. Dann stille ich deine Neugier. So, eine 500 Seelen für Vulgrim. Todes Boot immer kriegt. Vulgi! Vorratssuche, geh schon einen Knorker. Da mal die Map. Okay. Ah, das sind die Truhen. Da Vulgi! Hallo Vulgi! Stellst meine Geduld auf die Probe, Reiter. Bring mir die Seelen. Ja, was sind wir als Reiter? Naja, wenn wir es noch wären mit der ganzen Macht und so, sind wir eigentlich mächtiger als der Vulgrim selbst. Aber naja. Was soll's, Vulgi, ist kaputt. Gib von mir ein Like. Okay, Krähentöte gibt Life. Sollten wir uns heute zu gut merken. Ja, das sind ja Zombos. Oh, mal absolut. Zombie glauben. Hallo? Junge, ich wollte nur mit Zombies spielen, nicht mit dir. Blocken! Linke Alt-Taste. Ja, freilich. Und? Der exekutiert auch noch. Sehr schön. Jetzt sagen wir, wo wir eigentlich so haben. Wie sieht das gerade mit diesen Seelen aus? Die, achso, die gelben Seelen, das, die geben mir Wut. Okay. Angriffe, ja, das ist krass. Der Schwerthocken wissen wir, Wolkenkratzer wissen wir auch. Luftangriffe. Ja, die Kreissäge können wir noch mit. Ah, okay, das ist der. Ja, super!
Wir werden mal entspannt ankommen im Spiel. Davon laufen die nächsten Hansel-Nummer. Bis dann, Leute. Servus.